Guten Morgen, ihr Lieben! Für uns geht es jetzt nach Mainz, denn wir sind heute bei Battle of the Socials. So sieht's aus und dabei nehmen wir euch natürlich mit. Also, let's go! Wisst ihr, was nie fehlen darf? Schmolk Kaffee! Navi sagt 2 Stunden 38. Passt. Auf geht die Fahrt! So, hier wurde jetzt gerade mal schnell gewechselt. Ich bin jetzt Beifahrer, weil ich keine Lust mehr hatte. Nein, ich war gerade tatsächlich nebenbei noch ein bisschen wieder TikTok und Instagram machen. Und deswegen mussten Sinja und ich jetzt gerade mal tauschen. Aber ich vertraue der Sinja da. Einfach das ist Wahnsinn. Nett, danke schön. Er ist einfach eine krasse Autofahrerin. Ja, natürlich. Das ist einfach, ich fühle mich so sicher bei ihr. Auch jetzt, wo es so regnet und so und man kaum was sehen kann. Es ist alles, ich habe keine Panik oder so. Wir haben schon gut was geschafft. Ich weiß gar nicht genau, wie lange noch ist. Eine Stunde. Etwas weniger als eine Stunde. Sind. Aber ganz kurz, was sagen wir zu dem Wetter? Leute, wir haben fast August und es regnet seit Tagen in Deutschland. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Leute, wir sind angekommen. Aber die Schlange ist echt lang. Aber ich muss sagen, ich bin so aufgeregt. Ich bin schon ein kleines Fangirl, ne? Das muss ich heute ein bisschen zurückschrauben. Wow, guck mal, das Auto. Kurze Info, wir haben einfach unseren eigenen Parkplatz. Hallo! Hi! Ich würde mir hallo. Willst du mit in unseren Vlog? Mhm. Hallo! So, wollen wir mal. Hi! Ja, na klar, gerne. Boah, Leute, ich bin genauso aufgeregt, ne? Ich komme mir vor wie so ein kleiner Fisch im Aquarium, ne? Das ist so krass. Also, ich muss sagen, Leute, Battle of the Socials ist so geil gemacht. Guckt euch mal bitte hier den Tisch an. Für Milan. Da kann man sich einfach diese Dinger nehmen. Ist auch am Start. Krass. Und dieser Tisch ist einfach für Selina gemacht. Ja. Kleine Frau, aber schöne Frau. Ich sage es euch so, wie es jetzt Ich glaube, dann fangen wir an mit Julius. Ich denke mal schon, dass ihr erwartet für den Einzelnen oder. Ich war so aufgeregt. Erstmal beste Plätze sichern. Ich bin komplett überfordert mit allem. Stell dich hier. Ich bin zu klein. Das ist eine ganz, ganz ungewohnte Situation auf jeden Fall. Auch wenn man jetzt hier selber zweigeladen wird, aber das ist echt geil. Ich sag euch, ne? Alle hier, Matze, Leute, ich guck Matze immer, ne, und ich muss mich so professionell halten, und so, ach Matze, hi, und gehe so weiter. Aber eigentlich ist mir so, oh Matze, hi. Aber Leute, ganz professionell gehen wir hier durch, als hätten wir das schon jahrelang gemacht, ich sag's euch. Aber jetzt erstmal ein Eis. Das ist für uns wichtig. Top, das ist eine gute Sache. Was? Einfach ruhig sitzt, als ich habe Erdbeerkaramell. Ich habe das jetzt schon 100 Mal gesagt. Ganz spezielles Eis. Auf Mainz. Es ist so krass, wie hier alle ausrasten, wie krank diese Stimmung hier ist. Anders wird. Ich habe wirklich schon gedacht, das wird was. Aber von der Stimmung her übertrifft das alle meine Erwartungen. Geist. Ja.
dann bin ich bei Team TikTok dabei. Geile Finger bei, aber
war sehr überheblich gerade. Also da war Team TikTok fußballerisch sehr entschlossener. Aber da sind halt also Sydney, Amy, jetzt auch Dennis da oben, die wollen halt alle sehr. Gruß an den Vlog. Ehrenmann. Ehrenmann. Ist deine Lage? Mit der obligatorischen
fordern wir jetzt mal den Twitch Simon von den Teasies. Das ist natürlich, wenn man sich hier bei, wie gerade jemand verletzt, ist natürlich echt übertrieben mies, weil es halt einfach so, ja, so ein Just-Pass eigentlich. Vor allem, wenn die jetzt selber natürlich einige Ziele haben für ihr Spiel. Das steht dabei vom Delay Sport. Aber ansonsten muss ich sagen, das gefällt mir jetzt ganz regulär sehr gut. Nächsten Track im Model. Gerade erkannt von auch von einem TikToker. Direkt mal connected, ne? Direkt mal connected. Also das ist wirklich ein geiles, richtig geiles Event für uns. Also kann man nicht anders sagen. Man muss sagen, man lernt so coole Leute hier kennen, die auch TikTok machen oder eher auf YouTube sind, mit denen dann sich über verschiedene Sachen unterhält. Und ja, das ist echt mega cool, dann einfach sich mal so ein bisschen auszutauschen. Und vor allem ist es auch wirklich das Krasse, ist halt immer so klar, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, ne? Aber das ist halt einfach so, wie die halt wirklich auch wirklich sind auf ihrer Plattform oder so, so sind die halt auch im Real Life, ne? Und das ist halt echt, man connectet dann einfach super gut. Sehr geiles Event dafür, auf jeden Fall. Ich habe mich auch